Ja, hallo ihr Lieben, das ist einfach mal Pater Kowalt, Psychologe. Meine Arbeit findest du auf liebeschip.de, zur berühmten Umprogrammierung des Liebeschips. Und genau, ich habe mal eine Liste für euch. Dating, rote Flaggen versus grüne Flaggen. Ich glaube, echt eine krasse Liste hier. Habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von so einem TikTok-Kanal, den ich ganz gut finde. Elli Armatic oder so. Ich verlinke es mal hier drunter. Habe aber auch meine eigenen Sachen hier reingemacht. Und genau. Gehen wir es mal durch, würde ich sagen. Was sind denn Dating-rote Flaggen? Da haben wir natürlich alles, was man heutzutage immer so narzisstisches, ich würde mal sagen, auch so unehrliches, illoyales Verhalten nennt, Lügen, nicht sagen, was man wirklich denkt, eigene Motivationen nicht zeigen, so sneaky sein, krasse Geheimnisse haben, Charakterprobleme haben, all das, ja. Was dann auch letztlich, sagen wir schon im nächsten Punkt, auch dazu führt, dass man nicht das macht, was man sagt. Da würde ich aber auch auf Kleinigkeiten achten. Also auch wenn jemand, sagt, morgen werden wir unser Date haben und dann, ach nee, doch nicht, nee, übermorgen, nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und nee, wir müssen es doch verschieben, ich bringe dir noch die Bohrmaschine vorbei, nee, mache ich doch nicht. All das ist leider auch in Kleinigkeiten eine fucking Red Flag, ne? Fühlt sich nicht wohl in der Polarität, beziehungsweise negiert diese. Also ja, leider leben wir in so einer Zeit, wo uns, weiß ich nicht, irgendwelche Energien vorschreiben wollen, was wir nicht fühlen sollen und nicht sein wollen sollen. Und es gibt keine Geschlechter mehr, es gibt keine Männer, es gibt keine Frauen, es gibt eigentlich gar nichts. Es sind einfach nur so eine graue Masse, woke ist im negativen Sinne, eine graue Masse, die irgendwie kein Geschlecht hat. Und Männer sollen Softies sein und Frauen müssen knallhart sein. Und man fühlt es innerlich eigentlich gar nicht, sondern ja, benimmt sich außerhalb seiner eigenen Polarität, wenn man meint, man müsste es, ne? Dann Abhängigkeiten, also jetzt in diesem Sinne abhängig von anderen Menschen, also so ein abhängiger Lebensstil, kann sich nicht alleine versorgen, kommt nicht alleine klar. Warum? Dann ist man in einer Beziehung später extrem needy, ist leider auch nicht gut, ne? Oder so extrem pluspolig, was auch sehr beziehungsstörend ist, sag ich mal. Unbewusst, was eigene Trigger angeht, also alles, was so impulsives Verhalten, kennt nicht die eigenen Trigger, was so Bindungsverhalten angeht, Bindungsangst, Verlustangst, weiß dann nicht, wie man selber tickt, agiert das dann aus in Stalking, Mauern bauen und all diesen Sachen. Dann haben wir, ja, ist jetzt nichts gegen den KitKat-Club, aber wenn ich das wieder öfter gehört habe, in letzter Zeit, dann gehen wir in den KitKat-Club und da passieren auf der Tanzfläche unaussprechliche sexuelle Dinge, die sich, oder man geht in irgendwelche dunklen Abteile, also nichts gegen die Leute, die meinen, das ist das Richtige für sie, aber ist schon, also wenn jemand so knietief in diesem Dopaminsumpf, Swing, Sexpartys, kann man alles machen, ne? Das ist eine absolut freie Welt hier, jeder kann machen, was er will, das ist wie so ein riesen Open-World-Spiel, in dem wir hier sind. Aber wenn du irgendwas Richtung Beziehungen willst oder konsistenten Dating, ja, ist das vielleicht nicht das Richtige. Es ist eben dieses, wie wir auch später sehen werden, dann habe ich das auch genannt, dieses 3D-mäßige Dopamin, größer Oxytocin. Also mehr dieser Kick und Thrill und aber weniger so echte Bindung, ne? Alle Arten von einer guten Suchtproblem, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Keine Verantwortung übernehmen. Das ist eine der interessantesten Sachen, die ich immer wieder sehe bei problematischen Menschen oder die sich problematisch verhalten, dass sie keine Verantwortung übernehmen. Du kriegst nie eine Entschuldigung, du kriegst nie, ja, ich habe echt Scheiße gebaut, es war kacke. Wir alle machen Fehler, das ist normal, ne? Aber wenn du nie kriegst, ja, war scheiße, war nicht gut, fucking Red Flag, ne? Kritisieren, ja, habe ich ja schon x-mal thematisiert, ewiges Kritisieren. Kritisiert werden, nicht gut, ne? Dann, was es alles ist, Fastboarding steht da fast, Forwarding, findet ihr alles in meinen, vor allen Dingen Modul 1, ne, Umprogrammierung des Liebeschips, dieser hervorragende Begriffe von Natalie Lou, die ich immer sehr empfehlen kann, Fastforwarding, also schnelles Vorspulen der Beziehung, Future-Faking, eine Zukunft ranmalen, die es nie gibt. Also irgendwann verlasse ich meine Frau, also jetzt so eine Dreiecksbeziehung und
wenn der Kanarienvogel nicht mal krank ist und was weiß ich. Doppelstandards, das heißt, Partner nimmt sich alle Freiraten raus, aber du darfst gar nichts irgendwie. Gut, Lovebombing müssen wir, glaube ich, auch nicht erklären, genau. Dann nächster Punkt auch klar, Dreiecke, Exen, die noch irgendwo rumlaufen, Exen, die mal wieder auftauchen, Exen, die an die Tür klopfen, Phantom-Ex, also es werden irgendwelche Exen werden glorifiziert. Nicht gut. Alle vorherigen Beziehungen waren Narzissten, Psychopathen, Borderliner. Das sagt auch schon viel über die Person. Femme fatale, Bad Guys, wurden gedatet immer. Werte stimmen nicht überein. Also jetzt was auch so Werte, was so Beziehungen angeht. Unreifes Verhalten. Also wenn man das Gefühl hat, boah, sind wir hier eigentlich... Haben wir es hier mit einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen zu tun oder was? Also ist auch keine Wertung, einfach nur, ja, da hat jemand bestimmte Steps nicht gemacht, musste sie vielleicht auch nicht machen, weil manche Menschen, die zum Beispiel super gut aussehen, müssten sich irgendwie nie weiterentwickeln, weil sie immer noch mit durchkommen. Ja, emotional nicht oder unvorhersehbar verfügbar, ja, Dopamin, größer Oxytocin. Lebt nur im Online-Dating, also nichts jetzt, grundsätzlich natürlich kann man auch Online-Dating, aber wenn das immer nur, okay, wo ist die nächste Person, jahrelang da, jeden Tag stundenlang auf Dating-Apps, nicht so gut und heißt im Grunde genommen, auch das keine Wertung, ja, irgendwie schlafende, ungeheilte, unbewusste Person, 3D nenne ich das ja auch, neue Dimension der Liebe habe ich das ja in meinem vorletzten Buch oder vorvorletzten Buch besprochen. Nennt man ja auch mal auch so 3D. Oder wie ich manchmal auch so nenne, dein alter Liebeschip ist noch aktiv, weil wir alle kommen ja aus, Generationen oder generationalen Übergängen mit früher ganz viel Krieg, Weltkriegen, wo wir Trauma auch von unseren vorangegangenen Generationen heilen müssen. Und deswegen wird es kaum jemand geben, der da gar nichts machen muss. Ja, Dating grüne Flaggen, vorhersehbares, loyales. Oh, loyal, oh, loyal. Ja, ich weiß auch nicht, warum Leute immer dieses Illoyale suchen, obwohl sie sagen, sie wollen eigentlich was anderes. Aber das ist auch so in diesem Thema Dopamin mit drin. Also vorhersehbares, loyales Verhalten. Eigene Dating-Polarität wird erkannt und geliebt und auch gelebt. Das muss nicht jetzt unbedingt mit dem Geschlecht übereinstimmen, sondern einfach, ja, dass man diese energetische Signatur in sich kennt und sich da auch nicht bequatschen lässt, dass man anders sein muss oder so, ne? Unabhängigkeit, natürlich nicht so eine bindungsängstliche Unabhängigkeit, sondern eine geerdete, offene Unabhängigkeit. Bewusst, was eigene Trigger angeht. Fehlt auch noch ein E, sehe ich gerade, habe ich mal gerade hier schnell zusammengeschrieben. So, nüchternes Dating. Ich weiß, das lieben viele gar nicht. Also nüchtern meine ich jetzt auch so im energetischen Sinne. So, ich bin da, ich muss mich nicht mit Alkohol zukippen auf dem Date. Ich suche nicht meine alte Wundenanziehung auf Date, sondern ja, ich kann wirklich da sitzen, sober, nüchtern und kann gucken, okay, hey, was haben wir eigentlich? Haben wir Spaß? Passt das? Haben wir auch Spaß ohne irgendwelche Substanzen? Und so weiter, ne? Findet Bestätigung in sich selber und in eigenen Projekten. Kennt eigene Trigger und übernimmt Verantwortung. Ja, anstatt kritisieren, bestätigt dich in deinem Sein. Dann die berühmten Dating-Aspekte, Konsistenz, Progredenz, Intimität. Das heißt also, es geht konsistent, also diese Dating-Erfahrung ist konsistent, ist nicht einmal ganz toll und dann wieder total beschissen, dann wieder ganz toll. Es geht weiter. Also es startet nicht irgendwie bei 5 Stunden Bettsport und dann, was man das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran. Es geht weiter und es wird zunehmend intimer und nicht gleich schon so eine Pseudo-Intimität, ne? Langsames Daten, ohne Mauern aufzubauen. Also langsames Daten ist so in Anführungsstrichen, also ich finde, man kann auch, wenn es wirklich alles passt, kann man auch auf dem ersten Date in der Kiste landen. Das ist nicht grundsätzlich verboten irgendwie. Aber trotzdem so ein langsames Reinrutschen und langsam wärmer werden in einer Beziehung. Also dass diese Kurve so nach oben geht und nicht schon da anfängt und dann geht es nur noch abwärts in Krümelbeziehungen. Beschreibt Ex-Beziehung akkurat und mit eigenen Anteilen, gemeinsame Werte, reifes, bedachtes Verhalten, Oxytocin, größer Dopamin, emotional verfügbar, echter Single. So, ne? Auch Offline-Date, weil wie gesagt, wenn man sich jetzt online kennengelernt hat, ist ja auch okay, aber jemand, der auch offline guckt und auch ein Offline-Leben hat. Und dann reden wir auch von nicht nur eben unseren Sexualstrategien und Wundenanziehung, sondern auch von einer echten Liebe beziehungsweise erwachtes, geheiltes Dating, 4D, 5D, wie gesagt, wenn mich dafür interessiert, schaut mal in eine neue Dimension der Liebe.
Und einem umprogrammierten Liebeschip. Macht die fucking Kurse, Leute. Was denkt ihr dazu? Und lasst mir gern Like. Kanalmitgliedschaft, wenn ihr mich unterstützen wollt, meinen kostenlosen Content hier. Oder diese super Likes, Kommentare, da freue ich mich sehr drüber, wenn ich mal wieder live gehen soll. Schreibt es mir unten rein. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.